Guten Abend, einen wunderschönen Willkommen zu einer kleinen neuen Runde im Stream. Und zwar spielen wir heute einen etwas älteren Titel. Oh Gott, ich muss jetzt überlegen, von wann war der? 1996 jetzt, hä? Ich hoffe, das funktioniert hier. Ja, es startet. Nein, ich möchte nicht das aktuelle Spiel wieder aufnehmen. Wir starten so. Und zwar spielen wir Tex Murphy, die Pandora-Akte bzw. The Pandora Directive. Ja, das spielen wir jetzt. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt von dö. Worum es geht, wir spielen Tex Murphy. Er ist Privatdetektiv, wurde im Jahr 2004 geboren und hat sich sehr früh, glaube ich, mit 5 oder 6 Jahren dazu entschieden, Privatdetektiv zu werden, was auch später geworden ist, logischerweise. Ganz im Stile von solchen hartgesottenen Detektiven wie Sam Spade oder Philip Marlowe und so weiter. Ne? Also sprich typisch Schlapphut und Trenchcoat. Und das spielt in einer zukünftigen Welt. Ich glaube, was war das in den 30er Jahren? Also 2030 irgendwo in den Dreh, ne? Es gab eben halt, ich glaube, den Dritten Weltkrieg, Atommare, Explosion, all drum und dran, ne? Und es gibt Mutanten und Nicht-Mutanten und das ist halt auch einer der Grundzüge, dass dort sehr viel, wie soll ich sagen, Rassismus existiert zwischen Nicht-Mutanten und Mutanten und das ist auch Gegenstand im Spiel, aber natürlich der Hauptaspekt ist, wir haben einen Fall zu lösen, so wie an der Stelle. Wir starten hier einfach mal ein neues Spiel, das war zu Testzwecken. Und gucken uns das Ganze mal an. Okay. Es gibt zwei Spielmodis und B, jetzt muss ich mal überlegen. 1, 2, 3. Waren es 7 Enden? Ich glaube, wir werden es hier gleich sehen. Starten Sie Spiel auf dem Entertainment-Level oder dem Experten-Level. Wir werden im Entertainment-Level spielen, logischerweise. Wenn Sie noch nicht über Spielerfahrung verfügen, empfehlen wir Ihnen, sich beim ersten Mal für den Entertainment-Level zu entscheiden. Auf diesem Level stehen Ihnen jederzeit Hinweise zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeit, die schwierigeren Aufgaben, Rätsel, Puzzle und so weiter auszulassen. Bedienen Sie sich des Hinweissystems. Der Experten-Level ist eine echte Herausforderung und sollte nur von erfahrenen Spielern gewählt werden oder von Spielern, die den Entertainment-Level bereits durchlaufen haben. Hier stehen Ihnen keine Hinweise zur Verfügung, doch anstelle der 1500 erreichbaren Punkte gibt es hier 4000. Außerdem erhalten Sie Bonuspunkte für Orte und verschiedene Aufgaben, zum Beispiel eben für die Rätselpuzzles und etc. Und Hinweis auf beiden Leveln können Sie unter 3 Erzählfaden wählen, die zu insgesamt 7 unterschiedlichen Spielausgängen führen. Guten Abend, Fuzzy. Oder moin. Und ich spiele halt das Entertainment, es ist einfach, es ist nicht trivial, also die Steuerung ist nicht trivial, wir werden es erleben. Ich habe es nie durchgespielt, ich bin, glaube ich, nie über die erste halbe Stunde, Stunde gekommen. Das liegt nicht am Spiel selbst, sondern einfach, es hat dann nicht so gezündet. Das Spiel ist witzig, allgemein ist es dieses ganze Universum trotz der Ernsthaftigkeit witzig, was hier bedient wird und durch diese Geschichte führen 3 unterschiedliche Pfade mit insgesamt 7 Spielausgängen, das wissen wir schon. Entscheiden Sie sich für Mission Street, ne? Verhalten Sie sich stets freundlich, zuvorkommend und aufrichtig, oder die Lombard Street, verhalten Sie sich neutral und vielleicht ein bisschen naiv, oder die Boulevard of Broken Dreams, verhalten Sie sich feindselig und arrogant. So, eine Einführung in die virtuelle Welt steht Ihnen jederzeit im Hilfesystem zur Verfügung, da gucken wir gleich nochmal. Ne? Zu dieser Einführung gelangen Sie, indem Sie das Fragezeichen auf dem Hauptbildschirm und dann die Taste Einführung in der rechten oberen Ecke des Hilfebildschirms anklicken. Wir schauen uns jetzt erstmal das Intro an. Und zwar jetzt. Knattern ist inklusive, das läuft alles in der DOS-Box. Wie gesagt, ist schon ein paar Tage alt, 1996. San Francisco, 2043.
Doch schon ein paar Tage später als in den 30ern. Es ist auch sehr grob pixelig, nicht nur ziemlich düster, aber ich denke, das gibt sich nach ein bisschen. Schlechte Videoauflösung und Co. Da war Under the Killing Moon. Das ist der Vorgänger dazu zum Spiel. Er hat aber einen festen Schlaf. Oder gar keinen mehr. Habe ich dich geweckt? Tut mir leid, ich bin etwas ungeschickt. Na egal, ich kümmere mich um alles. Schlaf ruhig weiter. Mal gucken, was du später noch sagen wirst. Miss, einen Tisch? Ich werde morgen 30. Wusstest du das? Nun, Happy Birthday. Weißt du, ich dachte mir gerade, du siehst immer noch aus wie 25. Du Lügner. Ich weiß nicht. Bei mir ist irgendwie alles festgefahren. Ich kann mich nicht mal erinnern, wann mich das letzte Mal etwas überrascht hat. Und du? Nun, das letzte Mal hast du mich überrascht. Du weißt, was ich meine. Ich meine, es wundert mich, dass wir noch gute Freunde sind. Ich werde vielleicht wegziehen. Nach Phoenix. Eine alte Freundin von mir wohnt dort und sie sagt, das soll sehr schön sein. Ich denke, das täte mir gut. Was meinst du? Tja, schätze, du würdest es lieben. Da gibt es Square-Dance und große Hüte und Gürteltierjagden. Und Macho-Tölpel mit Namen Tags. Cheers. Also, was meinst du? Soll ich fahren oder nicht? Nun weißt du, Arizona mag auf den ersten Blick schöner sein als San Francisco. Ist aber gefährlich. Hier hast du wenigstens Freunde, die auf dich aufpassen. Gefährlich ist es überall. Ganz besonders hier. Hast du das mit der Studentin gehört? Wurde in ihrem eigenen Schlafzimmer ermordet. Das wusste ich nicht. Und der Mörder? Nun, in der Zeitung steht, es könnte ein Serienmörder sein. Hat sogar einen Namen. Wie hieß er doch gleich? Weiß nicht mehr, wie sie ihn nennen. Hey, macht dir das keine Angst? Ich bin ein harter Kerl und es beunruhigt mich. Schön, dass du dir Sorgen machst, Tex. Aber ich habe schon gelernt, ganz gut allein zurechtzukommen. Der Regen scheint nachzulassen.
ich gehe dann. Wichtiges Date? Oh ja, Cary Grant und ein Becher Eiscreme. Das lohnt sich. Bis später dann. Ah, was für ein Idiot. Was? Chelsea hatte den ganzen Abend Avancen gemacht und du hast sie alle in den Wind geschlagen. Toller Detektiv. Semmelrocker. Du kannst den Hinweis noch nicht mal sehen, wenn man dich mit der Nase draufstößt. Hör zu. Alles, was ich weiß, ist, dass sie mich nur ständig abblitzen lässt. Hier. Das ist von dem vornehmen Gentleman in der Ecke. Spendiert mir einen Drink? Er spendiert dir einen Bourbon. Die teure Sorte. Ist so typisch klischeehaft. Ist aber 90er Jahre, deswegen erinnert dich das auch an den Soap-Opera 90er Jahre. Ja, ist so herrlich. Oh, guten Abend, guten Abend. Gordon Fitzpatrick ist mein Name. Setzen Sie sich. Sie müssen wissen, dass ich in der Regel nicht lausche. Aber habe ich richtig gehört, dass Sie Privatdetektiv sind? Das stimmt. Ich bin zugelassener Privatdetektiv. Oh, wunderbar. Gut, dass ich Sie treffe. Wie war doch gleich Ihr Name? Murphy. Klaus. Tex Murphy. Tex Murphy. Nun, ja. Das ist gut. Ich möchte Sie etwas fragen, Mr. Tex Murphy. Hatten Sie im Rahmen Ihres Berufes auch schon mal mit vermissten Personen zu tun? Sicher. Kenne ich alles. Gut. Dann habe ich vielleicht einen Auftrag. Ich denke, wir sollten das besprechen. Mein Büro ist um die Ecke im Hotel Ritz. Also los, gehen wir. Na, eine voran? Nee, doch nicht. Gut. Ich muss mal gleich noch das Bild einstellen hier. Ihr Büro gefällt mir. Oh ja, das Ambiente ist sehr authentisch. Erinnert mich an diese, na Sie wissen schon, diese alten Detektivromane aus meiner Kindheit. Ich habe das Gefühl, jeden Moment kommt Sam Spade durch diese Tür spaziert. Aber wozu brauche ich Sam Spade, wenn schon Tex Murphy vor mir steht? Wollten Sie immer schon Privatschnüffler werden? Solange ich zurückdenken kann. Setzen Sie sich. Danke Ihnen. Während alle anderen Kinder vor der Sesamstraße interaktiv saßen, las ich Hammett und Chandler. Interaktiv vor der Sesamstraße? Ihr Leben ist sicher aufregend. Oh, nicht der Rede wert. Verstehen Sie mich nicht falsch, ist nicht wie im Film. Außerdem wird man lausig bezahlt. Aber es reicht. Was kann ich für Sie tun, Mr. Fitzpatrick? Nun, ich versuche, einen alten Freund zu finden. Thomas Malloy, Dr. Thomas Malloy. Die letzte offizielle Adresse, die ich von ihm habe, ist das Ritz Hotel. Ist Ihnen sein Name ein Begriff? Kann ich nicht behaupten. Ja, es ist sehr wichtig, dass ich ihn finde. Ich erkläre Ihnen kurz den Hintergrund. Viele Jahre arbeitete ich als Wissenschaftler an der Seite von Dr. Malloy. Aber vor 20 Jahren, das müsste hinkommen, trennten sich unsere Wege und wir verloren uns aus den Augen. Und kürzlich fand ich dann ein Foto von ihm in der Tageszeitung. Tja, es ist schon erstaunlich, was die Zeit so alles bewirken kann. Man lernt es zu schätzen, wenn man ein altbekanntes Gesicht sieht. Wie dem auch sei, der ältere Herr auf diesem Foto ist Dr. Malloy. Ich habe persönlich bei der Zeitung nachgefragt, wo dieses Foto gemacht wurde. In San Franciscos Technische Universität. Nun, ich bin sofort hin, am Campus angekommen, beschloss ich, meinen Freund zu überraschen. Doch selbst mit diesem Foto hat ihn niemand erkannt. Niemand kannte den Namen. Stimmt, ja, und dann bekam ich einen seltsamen Anruf einer jungen Frau namens Sandra.
Billy Rosewood. Den Mann, den ich als Thomas Malloy kenne, nannte sie Tyson Matthews. Sie sprach unter großem Unbehagen am Videophon. Deshalb schlug ich vor, uns zu treffen. Aber sie ist nie erschienen. Und sie hat sich nie wieder gemeldet? Nein. Nein, es ist seltsam. Tja, der einfache, sentimentale Wunsch, meinen alten Freund zu treffen, wurde zu etwas, wurde zu einem Gefühl der Bedrohung. Ich habe Angst um die junge Frau und um meinen alten Freund Dr. Malloy. Klingt interessant. Schätze, ich kann mich für Sie umhören. Danke. Doch helfen Sie mir kurz auf die Sprünge. Wie hoch sind Ihre Sätze? Wie arbeiten Sie? Sagen wir $500 pro Tag. In Ordnung. Plus Spesen. Natürlich. Es wird schön Zeit lassen. Hier, das sollte für den Anfang genügen. Und hier, nehmen Sie das bitte. Ja, Sie erreichen mich unter dieser Nummer. Ich melde mich. Ich denke, das war ein guter Anfang. Gute Nacht, Mr. Fitzpatrick. Das erste Bargeld seit Monaten. Herrlich. Ich schuldete Louis 200 Mäuse und Rook wollte auch 300. Sollte sogar noch was übrig bleiben. Ja, Sir. Es ging wieder aufwärts. Ja, nee, Detective Billy Rosewood, jetzt wo du sagst, genau, aus Beverly Hills Cop, hat auf jeden Fall Ähnlichkeit, was Frisur und Auftreten betrifft. Die Suche nach Malloy, Tag 1. Ah. So, wenn wir gleich im Spiel sind, dann muss ich mal kurz was doch mal einstellen hier. Fitzpatrick hatte mir nicht viel gegeben, nur das Zeitungsbild von Malloy und den Hinweis, dass Malloy hier im Ritz gewohnt haben muss. Dann gab es da noch dieses Mädchen, Sandra, könnte eine Spur sein. Zuerst musste ich herausfinden, in welchem Zimmer Malloy abgestiegen war. Das heißt, ich musste mit Nilo, meinem Vermieter, verhandeln. Wir hatten schon die zweite Aprilhälfte und ich war noch leicht rückständig mit der Februarrechnung. So, und jetzt sind wir im Spiel. So, jetzt wollen wir mal kurz gucken. Hier, bub. Sieht man was? Ich glaube, es sieht man nichts, ne? Wenn ich das so mache. Und so. Warte mal, jetzt ist kurz tot aus. So. Man sieht jetzt bloß an den Seiten, dass das Ding jetzt hier rüberklappert. Ich habe es jetzt in Fenstermodus verpackt. Wir befinden uns jetzt im Spiel. Und es ist absolut überladen. Das allererste ist, ich muss erstmal speichern. So, So, Numero uno. Wir haben die Möglichkeit, hier in dem Bildschirm erstmal kurz zu erklären, die Dinge, die wir sehen, hier zu untersuchen. Oder man sieht das zum Beispiel hier bei der Tür, da ist Öffnen ein bisschen hervorgehoben. Ich kann da mit der rechten Maustaste zwischen diesen Aktionen dann hin und her schalten, also öffnen oder ansehen. Die Tür führt nach unten. Genau. Was auch hier? Ich werde die Wäsche aufheben, sobald ich davon ausgehen kann, dass jemand außer mir hier übernachtet. Ja, die Chancen stehen riesig. Okay. Ah, der kuschelig weiche Mittelpunkt meines wilden Junggesellendaseins. Oh, Space Girl Doris mit dem körperbetonten Weltraumanzug und dem Schlafzimmerblick. Ich träume jede Nacht von dir und einer Mondlandung. So, dann können wir, wie wir hier unten sehen, drücken Sie die Leertaste, um sich im Spiel zu bewegen, kann man diesen hier machen. Und jetzt wird es ein bisschen umständlich. Man kann dann mit der Maus, ne, vor- und zurückfahren. Aber das ist, Doris, es macht es halt bloß kompliziert zu zielen. Ne, und kann sich die Sachen angucken. Es geht sogar so weit, dass man eigentlich fast voll 3D hier gucken kann. Mit allem drum und dran, nebst Grafikfehlern, die existieren und so weiter und so weiter. Also, ne, wenn, dann nehmen wir alles mit. Das ist auch wichtig, wenn wir dann die ganzen Szenerien untersuchen.
weil müssen wir zum Beispiel sowas hier. Meine Eltern haben das im Speicher gefunden und mir geschickt. Erinnert mich an die unbeschwerten Tage meiner Kindheit. Auf meinem treuen Pferd Striper, Bankräuber und Pferdediebe jagen. All das endete an einem Sommernachmittag während eines Gewitters. Der Blitz schlug in einen Trafo bei unserem Haus ein und löste einen riesen Spannungsstoß aus. Nach dem Unfall nannten mich meine Brüder und Schwestern mit einem Mal Tex. Wenn ich sie fragte, warum, lachten sie nur und zwinkerten sich zu. Den Grund für den Spitznamen habe ich nie rausbekommen. Sowas zum Beispiel. Ja, was haben wir denn hier noch Hübsches? Achso, wir wollten ja, jetzt muss ich mal kurz gucken. Untitled Goose Game, ja, ich warte bis ich das, ach nee, das gibt's, nee, wo gibt's denn das gerade zu spielen? Bei Epic will ich es nicht spielen im Game Store. Ich glaube, gibt's auf der Switch, ne? Und irgendwo anders gab's es auch. Aber das ist ähnlich, ziemlich verquer, die Steuerung, das stimmt. Ich muss jetzt mal kurz gucken, wo war denn das? Aktionsmenü, Inventar? Wo haben die denn gesagt, wo man gucken soll? Wegen der Infos. Ja, Epic, wie gesagt, ich bin da kein Freund von dem Store. Das hat andere Gründe. War das hier Tipp? Nein. Hier sind die Tipps, von denen man gesprochen hat. Also es ist eigentlich nicht möglich, in dem Spiel hängen zu bleiben. Die Tipps kosten, glaube ich, Punkte, beziehungsweise ziehen Punkte ab, sodass man halt auf die vollen 1500 oder 4000 Punkte nicht kommt, wenn man natürlich die Tipps mitnimmt. Aber wenn man wirklich echt hängen bleibt, kann man sich hier nach und nach die einzelnen Hilfen holen. Die werde ich mit Sicherheit dann hier und da haben. Ich bin bloß gerade hier am Gucken. Was ist denn hier? Mal kurz... Ich konnte immer wieder stehen und habe nichts aus diesem Store gekauft, geschweige mich da großartig angemeldet. Solange es eine Ausnahme bleibt, ist alles in Ordnung. Was haben wir hier? Prüfen. So, Gordon Fitzpatrick, Zimmer Nummer 24, okay. Was ist das? Prüfen. Das sieht aus wie Erich Honecker von Weitem. So, was haben wir hier noch? Prüfen. Bargeld, okay, 4000 haben wir. Und prüfen. Ah, meine gute alte Electronics Shop Kreditkarte. Das einzig wahre, wenn man pleite ist. Okay, so. Und dafür gab es schon wieder Punkte, dass wir uns das alles angeguckt haben. Aber nichtsdestotrotz suche ich eigentlich, was war das? Hier ist das, glaube ich, unter Hilfe, ne? Einführung. In der virtuellen Welt werden Sie mit Hilfe von Tastatur und Maus zum Hauptakteur. Maus. Sie beginnen, indem Sie die Maus leicht vorwärts bewegen. Nun bewegen Sie sich auch auf dem Aktionsbildschirm. Um anzuhalten, bringen Sie die Maus in die Ausgangsposition zurück. Durch Klicken der rechten Maustaste wird jede Bewegung sofort unterbrochen. Sie gehen rückwärts, indem Sie die Maus zurückbewegen. Wenn Sie die Maus nach rechts oder links bewegen, ändern Sie nur Ihre Blickrichtung. Bewegen Sie die Maus zurück, blicken Sie wieder in die ursprüngliche Richtung. Durch Klicken der rechten Maustaste nehmen Sie Ihre Ausgangsposition ein. Wenn Sie sich in der virtuellen Welt seitwärts nach rechts bewegen möchten, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach rechts. Oh, das wusste ich auch nicht. Okay. Um sich nach links zu bewegen, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen die Maus nach links. Um nach unten zu blicken, betätigen Sie die Pfeiltaste abwärts. Mit der Pfeiltaste aufwärts richten Sie Ihren Blick nach oben. Mit der Tabulatortaste kehren Sie zur Ausgangsposition zurück. Um eine geduckte Stellung einzunehmen, betätigen Sie die linke Steuerungstaste. Nun sind Sie in der Lage, auch unter Tische und andere Gegenstände zu sehen. Um sich zu textvoller Größe aufzurichten oder sich auf Zehenspitzen zu stellen, betätigen Sie die linke Umschalttaste. Sie können die Größe des Aktionsbildschirms verändern. Durch Betätigen der Zifferntaste 1 erhalten Sie einen kleinen Bildschirm. Mit der 2 vergrößern Sie den Bildschirm. Mit der 3 vergrößern Sie den Bildschirm weiter. Mit der 4 kehren Sie zur Standardgröße zurück.
Um einen Gegenstand anzusehen oder aufzuheben, wechseln Sie zum Interaktivmodus. Betätigen Sie hierzu die Leertaste. Unter dem Aktionsbildschirm erscheint nun Interaktivmodus. Erneutes Betätigen der Leertaste bringt Sie zurück zum Bewegungsmodus. Im Interaktivmodus bewegen Sie die Maus, bis der Cursor auf einen Gegenstand zeigt. Leuchtet der Begriff Ansehen unter dem Aktionsbildschirm auf, erhalten Sie durch einen linken Mausklick Informationen zu diesem Gegenstand. Noch eine Rechnung vom Electronics Shop. Erstaunlich, dass die für den Müll, den Sie verkaufen, auch noch Geld wollen. Möchten Sie sich diesen Gegenstand nicht nur ansehen, positionieren Sie den Cursor darauf und klicken die rechte Maustaste, bis der gewünschte Befehl erscheint. Mit einem linken Mausklick können Sie diesen Befehl nun aktivieren. Sollten Sie einmal nicht mehr weiter wissen, steht Ihnen unser Hilfesystem zur Verfügung. Klicken Sie auf das Fragezeichen, wenn Sie sich im Interaktivmodus befinden. Dort finden Sie Tipps, die Sie wieder auf den rechten Weg bringen. Wenn Sie sich zu Beginn für den Entertainment-Level entschieden haben, stehen Ihnen jederzeit Hinweise zur Verfügung, die Ihnen helfen, sich im Spiel zurechtzufinden. Diese Hinweise zeigen Ihnen, wie Tex das Abenteuer bestehen kann. Doch gehen Sie sparsam damit um, denn sie kosten Punkte. Jetzt können Sie loslegen. Stürzen Sie sich in den Fall Ihres Lebens. So ein riesengroßes, umfangreiches Tutorial wäre doch mal richtig super, oder? Also in anderen Spielen. Gut, speichern. Ach ja, stimmt, da war ja mit Hinzufügen und Ersetzen. So, was haben wir hier? Ich werde die Wäsche aufheben, sobald ich davon ausgehen kann, dass jemand außer mir hier übernachtet. Ja, die Chancen stehen riesig. Okay, das hatten wir auch schon. Was haben wir denn hier? Hier rasiere ich mich einmal pro Monat, ob ich es brauche oder nicht. Installateurarbeit ist ein Luxus, den ich nicht als selbstverständlich betrachte. Ein Zertifikat und eine Kopie des Schecks, den mir die Mutant League nach meinem letzten Fall gegeben hat. Mit dem Geld habe ich mein Büro vergrößert, ein paar Möbel gekauft und einige Rechnungen bezahlt. Nach dem Spaß hatte ich noch $4.12 übrig. Achso, im Intro haben wir doch den Einbrecher und Mörder doch gesehen, wie er die Bücher aus dem Dings geschmissen hat. Unter anderem war dann die Kiste dabei und das war die Kiste, die Verpackungskiste von Under the Killing Moon. Das ist der Vorgänger zu die Pandora-Akte, was 2 Jahre vorher kam. Die war richtig schwierig für mich damals, weil da gab es keine deutsche Übersetzung. Die kam erst später, konnte man nachpatchen. So, was haben wir hier? Dieser moderne Schrank wurde erstaunlicherweise in einem Päckchen geliefert, das nicht viel größer als ein Glückskeks war. Ah, ein Faltschrank, okay. Ich werde die Wäsche aufheben, okay. Sobald ich... Das ist die Wäsche, okay. Wir können auch mit der linken Maustaste wieder unterbrechen. Was haben wir denn hier? Was bist du denn hier? Der Kerl, der mir diesen Hormonathron angedreht hat, sagte, Frauen würden dadurch überflüssig. Das Ding scheint allerdings nicht zu funktionieren. Was für ein Ding, ein Hormonathron? Ja, deswegen steht auch in der Ecke da. Das ist die Tür zu meinem Erholungszimmer. Da steht Computerzimmer, aber ich gehe trotzdem rein. So. Mhm. Also da ist ja ein bisschen mehr als nur Computer drin, ne? Wieder eine wunderschöne Nacht in der Stadt, die ich liebe. Ich nenne dieses Gemälde Öde Landschaft. Oh, guck mal. Diese Regale enthalten meine liebsten Erinnerungsstücke. So, wir können, Tatsache, wir können sogar krauchen und auf Zehenspitzen stellen. Das wusste ich nicht. Was haben wir denn hier für ein Bild? Ein Foto vom letzten Familientreffen, bei dem ich dabei war. Wow, ist das wirklich schon 18 Jahre her? Werde dieses Ding benutzen, sobald ich in Form bin. Macht man das nicht vorher? Ein großes Foto von 2 Pferden. Warum ich es habe und warum es hier an der Wand hängt, weiß ich auch nicht. Ja, weil der Designer das so wollte, ne? Was haben wir da noch? Upsala. Eines meiner Lieblingsbilder. Bär mit Trenchcoat.
Eine Reproduktion von Fisch und Obst vom Surrealisten Saul Dooley. So, warte mal, hier oben liegt was. Was ist das hier? Habe diesen Artikel über McMalden aus der Zeitung ausgeschnitten. Bringt Freude in mein Leben. Wer auch immer dieser Malden ist. Hier unten haben wir noch eine Vase. Meine Lieblingsvase. Mhm. Deswegen ist sie auch im Computerzimmer. So, hier ist noch ein bisschen Sportgerät. Die Hantel gäbe mir sicher eine tolle Kondition, wenn sie nicht so verdammt schwer wäre. Muss unbedingt diesen Computer zum Laufen bringen. Habe seit Wochen nicht mehr Tetris gespielt. Oh, wow, das ist schlecht, das ist schlecht. Muss unbedingt diesen Okay, das ist auch Computer. Oh, das ist aber ein interessanter Computer. Mhm, da sind ja Bilder drauf. Was haben wir hier? Hier ist doch ein Computer. Wie viele Computer hat der denn? Der einzige Computer in diesem Büro, der funktioniert. Oh, den können wir einschalten. Warte mal. Der heißt doch Laptop-Computers. CD wird gesucht. Okay, CD wurde nicht gefunden. Das ist schlecht. Okay, also wenn wir eine CD haben... Muss unbedingt diesen Computer... Können wir den benutzen. Muss unbedingt diesen Computer... Ist auch kaputt. Okay, ist auch kaputt. Was haben wir noch? Da oben sind noch mehr Computer. Deswegen heißt das bestimmt auch Computerzimmer hier. So, was... Das ist der Ausgang? Nee, das ist der Ausgang, ne? Nee, was... Die Tür zu meinem Büro. Ah, das ist das Büro. Warum sind wir eigentlich in dem Zimmer hier? So, ist was in den Schubfächern? Upsala. Was richtig schlimm ist, ist halt die Steuerung. Die geht zwar, wenn man sich dran gewöhnt hat... Boah, was ist denn das da, Tex? Ich musste diese Ausgabe des Playbub haben. Enthält ein Interview mit meinem Lieblingsautor. Wie war doch gleich sein Name? Ist klar. Warte mal, ist das hier unten auch... Tatsache. Ist da was drin? Nö. Aber wahrscheinlich in dem anderen da drüben, wo ich nicht rankomme, ne? Nee, da komme ich nicht ran. Oder komme ich von hier drüben ran? Nee, komme ich nicht dran. Schade, 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 schade. So, das haben wir uns angeguckt. Dann gehen wir mal kurz ins Büro hier drüben. Uah. Badam, dadam. Guck mal, was ist das hier eigentlich? Warum sind hier so viele Fußtapsen? Bevor ich hier eingezogen bin, war das Büro eine Tanzschule. Eine atemberaubende Ansicht vom Saturn, von dem fiktiven Planeten Alpha 19 aus gesehen. Das ist der einzige Pott, den ich in meinem Büro dulde. Ich habe meinen Plattenspieler nicht mehr benutzt, seit er meine Bill Shatner Sings the Blues LP getötet hat. Wer auch immer das ist. Die hat mir mein Opa Audie Murphy geschenkt. Das Autogramm ist von Richie Havens. Opa sagt, er war der erste singende Detektiv. Mhm. Was ist das für ein Bild? Das Bild erinnert mich immer an irgendwas. Ich weiß nur nicht genau an was. Dass du dir einen Hund besorgen solltest. Da ist ein Hund drauf. Ist ein Tonband oder was bist du? Das Teil wird praktisch, wenn ich mal wieder was anderes esse als Hundefutter und Saatheringe. Das ist Ofen, ne? Hey, Taco Bob hat die elegantesten Platzdeckchen der Stadt. Der Kerl, der mir das verkauft hat, meinte, es könnte ein unsignierter Picasso sein. Wäre auch besser für ihn, habe nämlich 30 Mäuse dafür hingeblättert. Ein unsignierter Picasso, deswegen steht The Serenity of Objects. Mhm, okay. Das Klappmesser habe ich schon seit meiner Zeit im College. Dann nehmen wir das mal mit hier. Haben wir, was bist du? Eat the Rich Hundefutter. Etwas viel wild, aber okay für den Preis. Du isst das nicht wirklich, oder? Das Spaßbuch von Rusty dem Clown. Das einzig existierende 3D-Aufklappbuch mit strengem Jugendverbot. Warum? Was ist da drauf? Warte mal, können wir das uns angucken? Leider nein. Ach, schade. Was bist du hier für ein Ding? Ach, sein Zertifikat. Hat ewig gedauert, bis ich mein Diplom hatte. Musste 100 Kaufbelege von Detektiv heute hinschicken.
In diesen Schubladen liegt vermutlich mehr unnützes Zeug rum als auf dem Wühltisch bei Woolworth. Die 60-Tage-Garantie von meinem Fax ist gerade abgelaufen. Vermutlich fällt es gleich auseinander. 60-Tage-Garantie? Kann ich das benutzen? Achso, warte mal, wir können den Aktenschrank öffnen. In diesen Schubladen liegt vermutlich... Haben wir. Ich hab's doch... Schade, da ist nichts weiter drin. Die Chandler Avenue wurde neulich auf Kosten der Stadt aufpoliert. Jetzt ist die Straße so verdammt sauber, dass man fast davon essen könnte. Aber auch nur fast, ne? Was ist da für ein Bild drauf? Halt. Was ist das für ein Bild? Wer ist das? Das ist ein Foto von meiner Ex-Frau an ihrem 25. Geburtstag. Sie sah toll aus. Manchmal frage ich mich, warum es nicht geklappt hat. Aber auch nur manchmal. Was haben wir hier? Habe ich mir bei meinem Zahnarzt ausgeliehen. Ich stand schon immer auf das Modell für künstliche Fingernägel. Rituelle Männlichkeit ist ein Führer, wie man Frauen aufreißt. Erster Schritt, werden sie reich. Irgendwann werde ich mir einen Traum erfüllen und einen Ausrüstungsladen für Höhlenforscher in der Wüste von Utah aufmachen. In der Wüste von Utah? Ich schäme mich ja schon. Die fesselnde Geschichte von Lance Knight, dem zartfühlenden Detektiv. Lance Knight, das klingt ja... Wenn ich meinen Ehering und das Bild meiner Ex-Frau so sehe, ist mir immer klar, dass Frauen fremdartige Wesen sind, die meistens alles kaputt machen. Okay. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist. Der Bestseller der New York Times, Männer sind Idioten, Frauen unberechenbar, hat mir meine Mutter geschickt, um mein Liebesleben in Ordnung zu bringen. Habe das erste Kapitel gelesen. Ich wette, der Autor ist ein Twitter. Okay. Louis hat mir dieses Videophon zum Geburtstag geschenkt. Hab mein uraltes Telefon dafür weggeworfen, obwohl ich auf der alten Kiste definitiv um Längen besser aussah. Bitte Videophon... Ah, warte mal, wir können ihn anrufen, ne? Hallo, Mr. Murphy. Haben Sie denn schon eine Spur? Habe noch nicht viel. Haben Sie vielleicht noch Informationen für mich? Ich werde Ihnen helfen, so gut ich kann. Wie gesagt, ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen und glaube nicht, dass ich noch Informationen habe, die Ihnen weiterhelfen können. So, Sandra. Das war vielleicht das Mädchen aus der Universität. Wie gesagt, ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen. Okay. Ich glaube, unter diesem Pseudonym hat Thomas an der Universität gearbeitet. Der Besitzer des Ritz, wenn ich mich nicht irre, unglaublich unfreundlich und unkooperativ. Mit dem werden wir noch zu tun haben. Oh, meine Rolle in dieser Sache ist wirklich unbedeutend. Ist klar. Ist vollkommen klar. Ich glaube ihm sofort. Hör ich zum ersten Mal. Der Mann aus diesem Lokal, wirklich ein sehr umgänglicher Mensch. Kann ich nicht einordnen. So, Tex Murphy, kennt er den? Was sagt er dazu? Meine Menschenkenntnis sagt mir, dass unsere Vereinbarung sehr ergiebig sein könnte. Ja, besonders, weil er schon Geld dafür ausgegeben hat. Okay, wir haben hier nichts weiter verlassen. So, das heißt... Mit Tab war das, genau, mit Tab war das. Da. Haben wir hier noch irgendwas? Nö, halt. Können wir hier unten runter irgendwo gucken? Nö, da ist nichts. Hoppala. Was haben wir hier? Jetzt bin ich zu tief. Na komm, so. Das ist meine offizielle Haustür. Führt zur Feuerwehrleiter. Na dann aber los hin da. Ich sollte mal zum Zeitungsstand schauen. Vielleicht ist Chelsea wegen gestern Abend sauer. Versuche seit Jahren, mit ihr auszugehen. Immer wenn ich glaube, ich habe sie soweit, nehme ich den Mund zu voll. Tja, jetzt habe ich ein paar Mäuse übrig.
Vielleicht gibt sie mir ja noch eine Chance und ich kann sie zum Essen ausführen. Sich entschuldigen, unsensibel, aber fröhlich und tun, als sei alles okay. Ich sag mal entschuldigen. Hallo. Tut mir leid wegen letzter Nacht. Tatsächlich? Warum? Orthopädischer Witz, ein Aufheiterungsversuch, den Spieß umdrehen. Tja, weißt du, ich fühle mich, als hätte ich meinen Fuß verschluckt. Hab einen schlechten Geschmack im Mund. Rein metaphorisch natürlich, denn meine Füße riechen eigentlich ziemlich gut. Ich bin ziemlich hart im Nehmen, Tex. Ich weiß, ich werde älter und die Männer stehen nicht gerade Schlange bei mir. Oh bitte, ein gewisser Trost, dick Auftrag, schüchterne Einladung. Ach komm, hier. Hey, da kommt mir gerade eine Idee. Dürfte ich dich heute zum Dinner einladen? Was? Ein Date? Ein Traumdate beschreiben, schamlos betteln, den Date-Aspekt herunterspielen. So freudig, wie sie gerade war. Ist das hier Schwarzenegger hier hinten? Das sieht so aus, ne? Schwarzenegger. Und die Spice Girls hier drüben. Glaube ich. Schamlos betteln. Nee, komm hier. Sicher? Du weißt schon, Dinner, ein Film, vielleicht auch noch ein kleiner Abstecher auf meine einsame Junggesellenmatratze. Hör zu, ich weiß, du willst nur nett sein. Ein unschuldiger Vorschlag. Ach nein. Betrachte es doch so. Zwei Freunde gehen gut essen und unterhalten sich angeregt. Ich denke, das ist okay. Ich meine, ja, das wäre gut. Weißt du, Tex, ich war nicht ich selbst in letzter Zeit. Ich weiß es zu schätzen, dass du für mich da bist. Eine Zeit vorschlagen, einen Ort vorschlagen, sich ganz nach Chelsea richten. Erzähl. Es ist mir ein Vergnügen. Wo sollen wir hingehen? Ich habe gehört, Weenie World hat super Kinderteller. Ich habe eine bessere Idee. Wie wär's, wenn ich zu Hause für dich koche? Das ist billiger als ausgehen und außerdem gibt es da etwas, das wir besprechen müssen. Sagen wir, 8? Tja, Sie haben es so gewollt, Miss Bando. Naja, wird ganz komisch. Übrigens, was ist besser, rot oder weiß? Bring lieber beides mit. Endlich, nach Jahren voll gescheiterter Versuche, lädt Chelsea mich wirklich in ihr Apartment zum Dinner ein. Oh Mann, diese Aussichten machen mich ganz benommen. Okay, Schluss damit, Murphy, mach dich wieder an die Arbeit. Vielleicht sollte ich testen, ob Nilo bereits wieder im Chefsessel sitzt. Ich wette, er freut sich, mich zu sehen. Okay, jetzt gehen wir wieder Vollspeed auf die andere Seite rüber, ne? Ins Ritz. Kein Schritt weiter, du kleines Stück Abschaum! Der will Geld haben. So, Spiel. Spiel hängt. Jetzt nicht mehr. Gespielt freundlich, die coole Variante Androhung von Gewalt. Die coole Variante. Bleib ruhig, Nilo. Ich gehe ja gar nicht weg. Richtig bemerkt. Wo ist mein Geld, hä? Du schuldest mir noch 3 Mieten, Schwachkopf. Kommst hier herein, strahlend wie ein Honigkuchenpferd. Nun blech endlich! Aus dem Inventar anbieten. Wir bezahlen mal. Hier ist Geld. Kombi? Nee, Kombi nicht. Prüfen? Nee, dann aus dem Inventar anbieten. Wir bieten 500 an. Mir scheint, du kannst nicht rechnen. Ich bekomme 2100. 500 anbieten. Mir scheint, du kannst nicht rechnen. Ich bekomme 2100. 100. Ich biete mal 500 an. Mir scheint, du kannst nicht rechnen. Klappt nicht. Ich bekomme 2100. Ha, viel besser.
Um Informationen bitten, Nidos fotografisches Gedächtnis testen. Und jetzt, wo wir quitt sind, könntest du dir mal ein Foto ansehen? No comprende. Touristenmasche Geld anbieten, Nidos Sprachkünste bewundern. Hey, ich wusste gar nicht, dass du Spanisch sprichst. El Niño. So lass ich nicht mit mir reden. Mach bloß, dass du wegkommst, Niete. Ups. Oh, das ist nicht gut gelaufen. Kann man nochmal mit ihm reden? Das wäre super. Hi. Was nun, Schwachkopf? Vielleicht kannst du jetzt ein paar Fragen beantworten. No comprende. Touristmasche. Ich sagte, dass ich deine Hilfe brauche. Das habe ich gehört. Leider ist deine Zeit um. Kost dich einen Honig. Das ist aber ausverschämt. Also, was liegt an? Befragen zu Zeitungsfoto. Erkennst du den Mann auf dem Foto? Ja, er war schon mal hier. Was weißt du über ihn? Hat hier gewohnt, ist jetzt weg. Welche Zimmernummer? A. Welchen Namen hat er dir genannt? Matthews. Tyson Matthews. Okay, danke für die Hilfe. Oh, hab ich doch gern getan. Dumpfbacke. Toll. Befragen zu? Ach, können wir jetzt alles hier? Nie von ihm gehört. Okay. Mm-mm. Sagt mir gar nichts, der Name. Ah, er hat hier nur ein paar Wochen gewohnt. Gab mir Geld für 2 Monate. Doch zurückzahlen werde ich ihm nichts. Das ist cool, wenn man eine Zigarre im Mund hat, ne, und einfach nur drauf rumkaut, aber nicht raucht. Was interessiert dich denn an mir? Willst du mit mir ausgehen? Ja, aber nur mit einem sauberen Hemd. Nein. Ach, der beste Typ, den ich kenne. Ich und er, wir sind aus demselben Holz geschnitzt. Okay, den muss ich kennenlernen. Ich kann seine blöde Visage einfach nicht mehr sehen. Aber er kocht gut. Die könnte noch was von mir lernen, diese Chelsea. Wenn du weißt, was ich meine. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Nun, solange du Miete zahlst, könntest du meinetwegen auch die Queen sein. Okay, danke. So, was haben wir hier? Können wir noch Inventar als Gegenstand wählen? Was ist hier mit der... Achso, das war das Zeitungsfoto. Okay. Zu Apartment A geht's durch die Tür hinter Nilos Tresen und dann Trepp auf. Nilo hatte nie sehr viele Mieter, also war Meloy womöglich der Letzte in diesem Zimmer. Hoffentlich finde ich einen Hinweis, wenn ich's durchsuche. So, hinter ihm? Nee. Oh, da ist noch was drin. Guck mal hier. Nilo hat diesen Automaten nicht aufgefüllt, seit ich hier wohne. Würde vermutlich Geld kosten. Naja, aber man wirft doch Geld hin. Oh. Das gab's gratis. Okay, Mist. Es gibt... Dieses Brot ist genauso frisch wie Nilos Unterwäsche. Hände waschen, bitte Hände waschen. Ah, da wird mir ganz anders. Was haben wir hier? Postbox? Dieser Postkasten gibt der Lobby einen historischen Touch. Okay. Oh, hier hinten gibt's Geld. Nee, ist ein Videophon. Was bist du denn? Das Videophon ist im Eimer. Aber Nilo würde niemals ein Außerbetriebsschild hinhängen. Könnte ja seinen Gewinn schmälern. So. Hier hinten haben wir... Hier liegt noch was rum, warte. Blut. Dieses Notizblatt scheint schon mal als Untersetzer verwendet worden zu sein. Dann nehmen wir den mit, wenn wir es können. So, Nilos Brief. Okay. Nilo scheint einen emsigen und produktiven Tag vor sich zu haben. Oh, ist sogar eingedeutscht hier. Neuen Player Polen kaufen Schweinerippchen, Schweinefüße, Bier und Mäusespeck. Testergebnis von der Klinik. Aha. Abonnement steht hier. Achso, ich kann hier auch. Abonnement steht da, aber hier ist Abonnement.
Kamera auf Damentoilette aufhängen. Babysitter bezahlen. Ach, der hat einen... Aha. Babysitter? Okay. Nicht zu weit. So, okay. Warum sind hier so viele Türen? In diesem Vorratsschrank gibt es nur Staub. Ach, deshalb. In diesem Vorratsschrank gibt es nur Staub. So, Apartment A, hat er gesagt, ne? Ist hier noch irgendwas Hübsches? Nee, ne? Nö. Du. Uah, nicht so schnell. Ba. Vielleicht sollte ich einfach mal die Geschwindigkeit meiner Maus runterschalten, ne? Oh, ich glaube, oh, das geht sogar besser. So, Apartment A. D. C. Ach, da ist A. Lass mich raten, ich komme nicht so ohne weiteres rein, richtig? So, hier hat Meloy also gewohnt. Die Jagd kann beginnen. Alles verschlossen. Na toll. Dieser Scheißkerl. Nilo wusste, dass ich ohne Code nicht in die Wohnung komme. Sicher will er jetzt ein paar hundert Mäuse für die Info haben. Wenn das so weitergeht, bin ich bald wieder pleite. Was ist das hier? Oh, was ist das hier? Schätze, das war der letzte Mieter, der seine Miete nicht bezahlen wollte. Okay, das wollen wir natürlich nicht sein hier. Wir wollen nicht so enden. Was ist das hier? Würde lieber nackt durch einen Atomreaktor laufen, als einen Fuß da reinzusetzen. Was auch immer dahinter... Ach so, Toilette. Okay. Also sind die Toiletten auf dem Flur? Das ist doch super. Die Chandler Avenue wurde neulich von der Stadt aufpoliert. Okay, das hatten wir. So, wir brauchen den Code für das Ding hier. Schwant Übles. So. So, was hat dann da drüben? Nilo sagt, er kauft diese Tittenmagazine wegen der Artikel. Dummerweise hält er sie meistens verkehrt rum. Was willst du? Ich hab zu tun. Den Wert seines Geldes testen, so richtig genervt. Genervt, den Wert seines Geldes testen, so richtig genervt. Ach ja. Ich wollte dich noch etwas fragen. Ich denke, ich hab dir genug gezahlt. Ich hab was gut. Tja, da liegst du leider falsch. Du schuldest mir noch was. 500 Mäuse. Ach, nun komm bitte, Gnade. Komm schon, Nilo, mehr kann ich dir nicht geben. Ich hab nicht mal mehr Geld, um mir Essen zu kaufen. Oh, buhuhu. Hier, das kannst du haben. Oh, du hast nicht bitte gesagt. Wirklich dumm. Also, was willst du wissen? Wie man mit Idioten wie dir umgeht? Mit Idioten wie dir. Okay, wir dürfen noch mal. Ich brauche den Code fürs Apartment. Nilo hat sich zwar umgesehen, als verriete er mir ein Staatsgeheimnis, mich dann aber einen Blick in sein Notizbuch werfen lassen. Das siehste geht doch. Der Code ist 4827. 4827, ich schreibe mir sicher... Oh, du Kugelschreiber, du. Der hält nicht. 4... Das ist bescheuerter Kugelschreiber. Ich brauche einen anderen. 4827. Der schreibt besser. 4827. So. Dankeschön. Mehr wollte ich nicht wissen. Ich komme wieder. Ach so. Genau. Ich kann auch noch nach links und schräg gucken hier, ne? Warum auch immer. So. Nach oben. Ba bam ba 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 bam ba bam ba bam. So, jetzt kann ich den... Alles verschlossen. Dankeschön. Sehr gut, und rein. Ei! Tag 2,
Frauen mit Klasse. Da haben wir ja den Termin, unser Date verpasst, oder? Die wird sauer sein. Wird sie sauer sein. Mein Kopf fühlt sich an wie Pudding. Tja, die nächste Beule für den beliebtesten Punching Ball von San Francisco. Scheine auf der richtigen Fährte zu sein. Der Kerl, der mir das Ding verpasst hat, versteht seinen Job. Ich habe ihn wohl beim Durchwühlen des Zimmers gestört. Vielleicht hat er ja was übersehen. Okay, vielleicht hat er was übersehen. Schauen wir mal ein bisschen nach unten. Vielleicht hat er was übersehen. Wer immer das Ritz möbliert hat, muss Sideboards en gros eingekauft haben. Warum auch nicht? Sideboards sind da super. Hübscher Mülleimer. Ja. Hier haben wir einen Schreibtisch. So, ich gehe mal ein bisschen in an. Der hat was übersehen. Okay, hat's ausge... Wer das geschrieben hat, hat eine schlimmere Klaue als ich. Oder das Ding ist in einer schrägen Sprache geschrieben. Ich würde mal sagen schräge Sprache, aber was ist das? Nicht übersetzter Brief, okay. Machen wir das mal zu. Können wir hier die anderen Schubfächer öffnen? Da ist doch was. Sieht aus wie eine Visitenkarte. Nehmen wir mit. Acme-Versicherungskarte. Das Lagerhaus ist direkt beim Ritz um die Ecke. Okay. Wir lagern ihren Müll. Das ist ein super Slogan. Was ist das da? Scheint ein altes Foto zu sein. Aber der Einbrecher war nicht gründlich hier, ne? Foto eines Kindes. Regen, 3 Jahre. Warum sehe ich das Foto nicht vorne? Nichts. Da liegt noch was auf dem Boden. Da ist nichts weiter. So. Was ist das? Ein Päckchen. Die Kisten sind alle leer. Frage mich, was die hier suchen. Sieht aus wie irgend so ein Pfandschein. Der war nicht gut. Rook scheint Geschäfte mit Mr. Malloy gemacht zu haben. Frage mich, ob Rook mich das hier einlösen lässt. Blöde Frage eigentlich. Für den richtigen Preis macht er alles. Das wäre so viel Geld, haben wir doch nur auch nicht. Was haben wir hier? Könnte ein Brief sein. Dann prüfen wir das mal, ob das ein Brief ist. Malloys Brief. Frage mich, wer dieser David Wright ist. Und noch viel wichtiger, ob Malloy ihn in seiner Hütte in Oregon besucht hat. Okay, lieber Thomas, es hat mich sehr gefreut, nach all den Jahren wieder einen Brief von dir zu bekommen. Deine Arbeit scheint gute Fortschritte zu machen und ich freue mich schon jetzt auf eines unserer nächtelangen Gespräche, wie in den alten Zeiten. Selbstverständlich bist du in meinem Haus immer willkommen und kannst bleiben, solange du möchtest. Es ist sehr abgeschieden, ein idealer Ort, um neugierigen Blicken zu entgehen. Ich kann noch mindestens eine Woche nicht dorthin kommen, fahre aber hin, sobald ich kann. Bis dahin findest du einen Schlüssel für das Haus unter dem Ziegel an der Eingangstreppe. Ich bin auf einen Gegenstand gestoßen, der dich interessieren könnte. Ich freue mich auf einen Meinungsaustausch. Die Hütte liegt genau 8,4 Meilen südsüdwest einer kleinen Stadt in Oregon namens Lemonberry. Du wirst vermutlich eine gute Karte brauchen, um sie zu finden. Ich freue mich, dich zu sehen. Wir brauchen also eine gute Karte. So, was liegt hier unten auf dem Boden? Ein alter Playboob. Ich sehe mir so ein Zeug nie an, aber an diesen erinnere ich mich. Das war die Amazonenausgabe mit 37 Seiten Farbfotos. Hübsch. Ja, aber sonst guckt er sich sowas nie an. Ich denke, auf diesem Bett kann man Stepp tanzen. Dum, dum. Mann, was ist das denn? Sieht aus wie ein Schal. Cool. Uff, riecht nach billigem Parfum. Schätze, Malloy hatte Besuch von einer Dame. Und wenn diese Dame diesen Schal schon woanders getragen hat, wird sie wohl niemand so schnell vergessen. Ich sollte das Ding vielleicht herumzeigen. Vielleicht ergibt sich ja was. Okay, schönen Dank für die Information. So haben wir... Ich wollte gucken, ob wir hier unterm Bett nachgucken können.
Ich glaube, hier ist nicht mehr, wa? Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Das Klo ist ja auf dem Gang, haben wir ja gelernt, ne? Hm, warte mal, was ist da oben? Da ist ein Lüftungsgitter. Da ist aber nichts drin. So, ist hier noch irgendwas auf dem Sideboard? Ein paar Plastikteller und billiges Silber. Meloy scheint das gute alte Porzellan mitgenommen zu haben. Hm, bestimmt, bestimmt. Die Aufschrift auf dieser Kiste sagt, dass sie aus Mexiko weggeschickt wurde. Was ist denn da drin? Hm, Flughafen der Götter. Mein Onkel Marty hatte eine ganze Reihe dieser Bücher. Go-Karts der Götter, Mittagessen der Götter. Flughafen der Götter. Habe das Buch als Kind geliebt. Aliens, Raumschiffe, seltsame Bauten. Als ich dann älter wurde, habe ich gemerkt, dass das alles Müll ist. Okay. Ich weiß zwar nicht, warum wir dann den Müll mitnehmen, aber nun gut. Die Kisten sind alle leer. Frage mich, was die hier suchen. So. Was ist das hier für ein komischer Schatten? Aber irgendwie eine Lampe haben wir. Aber die ist nicht auswählbar. Hätte ja sein können, dass vielleicht was in der Lampe versteckt ist. Oder im Mülleimer. Ist da was drin? Nee, glaube nicht, ne? Hübscher Mülleimer. Schade, ist nichts drin. Wupp. Dum, 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 dum. So, ich glaube, wenn nicht gerade hier noch irgendwas ist. Die Lampe sieht aus wie eine Urne mit Sombrero. Vielleicht ist es ja eine Urne mit Sombrero. Was für ein berauschender Blick. Ich denke mal, wir haben alles hier gefunden. Ansonsten kommen wir früher oder später hier einfach wieder zurück. Oh Mann, Chelsea wird mich umbringen. Habe gar nicht bemerkt, wie lange ich weg war. Fast 16 Stunden. Habe glatt unsere Verabredung verschlafen. Das glaubt sie mir nie. Ich glaube, wir sollten rübergehen und das einfach mal klären, ne? Können wir eigentlich auch noch höher? Das ist unser Zimmer, ne? Die Tür zu meiner bescheidenen Hütte. Oh, wir haben eine ganze Etage für uns. Ach, das ist doch super. So, da hat der Typ dann 2 Monate hier gewohnt und das hat er nicht mitgekriegt? Naja, gut. So, jetzt gibt's Ärger. Jessie. Oh, sie ist nicht da. Guck mal, da ist Lincoln hier unten. Chelsea ist nicht bei der Arbeit. Seltsam. Ob sie wohl zu Hause ist? Die Frage ist, wo ist zu Hause, ne? Warte mal, wir können reisen. Geht das? Tatsache. Chelseas Apartment können wir gehen. Ort auf aktueller CD. Ah ja, okay. Ach, guck mal, wir können sogar richtig weit reisen. Nordamerika, San Francisco, Chandler Avenue. Ah, hier ist das Rooks Pfandhouse, das Lagerhaus, was wir hatten. Wir sind jetzt hier im Zeitungsstand. Rooks Pfandhouse ist also hier gegenüber. Ich speichere mal jetzt hier kurz bloß. Datei hinzufügen. Oh, einfach nur, weil wir es können. So, dann gucken wir mal hier im Pfandhaus. Rook betrieb seine Pfandleihe bereits seit kurz vor der Eisenhower-Regierung. Er war ein barscher, verschrobener Zeitgenosse, von dem man sagte, er habe ein Herz aus Gold. Gelegentlich ließ er mich zwar auf Pump bei sich kaufen, doch dann gab er keine Ruhe, bis ich endlich bezahlte. Wir verstehen uns gut, solange ich nur meine Schulden bezahle. Schon wach, Murphy? Und das schon am Vormittag? Semmelrogge. Oder träum ich wohl noch? Semmelrogge. Ein von diesen besonders schrecklichen Albträumen. Rooks Träume wahr machen, Rook ein Kompliment machen, Rook deinen Albtraum erzählen. Wir machen ihm ein Kompliment. Hey Rook, kommt's mir nur so vor oder hast du ein bisschen trainiert? Siehst richtig gut aus, du Hundesohn. Oh Gott, das ist ein Albtraum. Gute Laune verbreiten, Rooks Träume wahr machen. Ach komm hier.
Weißt du, was mein Albtraum ist, Rook? Weiß nicht, vielleicht kommst du ja bekannt vor. Ich werde wach, bin 30 Jahre älter, einen halben Meter kleiner und potthässlich. Wirklich komisch. Wenigstens hatte ich nie Probleme, dass eine Frau mit mir ausgeht, wo wir gerade dabei sind. Was macht eigentlich Chelsea? Es Rook unter die Nase reim, geschlechtsspezifische Verwirrung. Ach hier, komm. Nur zur Information. Ich plane da ein romantisches Dinner mit Miss Bando. Was sagst du dazu? Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Ich weiß nicht, wie man nur ans Essen denken kann, wenn man mit einem wie dir am selben Tisch sitzt. Ungebrochener Optimismus. Eine Wette anbieten, hier. Sagst du, du ausgekochtes Wiesel. Wie wär's mit einer kleinen Wette, ob Chelsea mit mir ausgehen wird? Warum sollte ich mit dir wetten? Du bist ja sowieso ständig pleite. Übrigens, dabei schuldest du mir noch Geld. Na toll. Um Aufschub bitten. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir der Fall, den ich da habe, eine Menge Geld einbringt. Wenn du auf dein Geld noch etwas warten könntest und ich dir ein paar Fragen stellen kann, zahle ich dir sogar Zinsen. So nicht, Murphy. Erst das Geld, dann der Rest. Hör zu, Rogue. Ich war so pleite in letzter Zeit. Ich konnte mir nichts leisten. Könnte ich das Geld nicht noch etwas behalten? Hau ab, Murphy! Und komm ja nicht ohne Geld zurück! Die wollen alle nur das Beste von mir, ja? Ich will mit ihm reden. Hier, komm, gib ihm Geld. Kann ich das nicht ihm geben? Das ist der Elektronikladen. Jetzt reicht's, Murphy. Gib mir das Geld oder hau ab hier. Ich hätte es wahrscheinlich auch schaffen können, wenn ich die umgarne, oder? Habe ich gegeben, okay. Befragen zu. Wir fangen mal an. Hab diesen Namen nie gehört. Klar habe ich davon gehört. Ich weiß nur bestimmt nicht mehr darüber als du. Okay. Woher soll ich wissen, wer das ist? Der kommt mir bekannt vor. Er kam hier ins Pfandhaus und wollte bei mir was versetzen. Wenn du wissen willst, was das war, solltest du ihn suchen und fragen. Naja, wir haben ja den Pfandschein, ne? Mal gucken. Der Mann auf dem Foto sagte, sein Name wäre Tyson Matthews. Nilo führt das Ritz seit Jahren. Er ist ein Schwein. Aber er bezahlt wenigstens, wenn er etwas bei mir kauft. Ist das eine Anspielung oder was? Hab diesen Namen nie gehört. Du weißt genug über mich. Louis ist ein guter Mann. Er scheint dich echt zu mögen. Ich kann mir nur nicht erklären, warum. Ah, Chelsea! Wenn ich etwas jünger wäre, hättest du keine Chance bei ihr. Ich gebe zu, du bist kein schlechter Detektiv, nur dein Benehmen lässt zu wünschen übrig. Ja, mein Benehmen, ist klar. Aus dem Inventar anbieten. Ich habe doch irgendwo die Quittung. Können wir die uns hier... Rook scheint Geschäfte mit Mr. Malloy gemacht zu... Geht das hier? Ich möchte diese Quittung einlösen. Lässt er nicht zu. Die ist nicht von dir. Also, wie viel willst du? Hey, ich würde sogar draufzahlen. $200 plus $50, weil es nicht deine Quittung ist. Oh Gott, nochmal Geld. Hier, komm. Ich hoffe, meine neue Anschaffung wird mir weiterhelfen. Ein schwarzer Dolch? Was ist das denn? Das Ding hat Malloy also versetzt. Bin zwar kein Experte, aber das Teil sieht ziemlich alt aus. Frage mich, woher es stammt. Okay, befragen zu. Kriegen wir dazu was? Nee, kriegen wir nicht. Aus dem Inventar hier, schwarzer Dolch. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Ich biete mal ein paar Sachen an hier. Das will ich nicht. Okay, ich biete ihm mal andere Sachen an. Ja, das hier. Das will ich nicht. Hier, nimmst du meine Kreditkarte? Das will ich nicht. Oder mein Bargeld? Oh, nee, Unterhaltung beenden. Ausgang zur Gasse. Oh.
Wo bin ich jetzt? Warte mal. Wo?